Metta, Freundlichkeit, Herzensgüte für etwas in uns selbst, etwa zweimal 20 Minuten. Erst mit mehr stillem Sitzen, mit einer Betonung von Freundlichkeit schon dem eigenen Erleben gegenüber und dann mit einer angeleiteten Metta-Herzensgüte-Meditation schauen wir, dass wir den Ort in uns finden, aus dem heraus wir uns selbst gegenüber freundlich sein können. Zuerst entwickeln wir die Motivation, die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung zu erkennen und zu nutzen. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Metta-Herzenswärme zu trainieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer und liebevoller zu sein. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen und anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Während wir jetzt diese kurze buddhistische Zufluchtsformel hören oder lesen, können wir uns schon fragen, was ist wirklich meine innere Zuflucht? Wo ist etwas für mich oder der Ort für mich, von dem ich wirklich den Eindruck habe, dies schenkt mir Schutz, Vertrauen in meine wahre Natur, in mein Potenzial zu mehr Freundlichkeit und Güte in dem Fall unserer Metta-Praxis? Wo ist diese Zuflucht zu finden? Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Dann kommen wir erstmal ganz an auf unserem Meditationsplatz und im Körper, der hier sitzt. Und dann hören wir gleich drei Töne des Gongs, die uns einladen, zu unserem wahren Zuhause im Innern zurückzukehren. Bitte schauen wir einmal nach innen nach, ob es uns möglich ist, so etwas wie einen freundlichen inneren Blick auf alles
zu entwickeln, was unser eigenes Erleben ausmacht, unseren Körper oder in Bezug auf den Körper, die Atmung, unser Hiersein. Und wenn es uns noch am Anfang der Meditation nicht möglich ist, diese innere freundliche Atmosphäre zu wecken, schauen wir immer wieder mal, ob sie im Lauf der Sitzung entstehen kann. Bringen wir die Achtsamkeit in den sitzenden Körper. Die Achtsamkeit darf freundlich sein, ist freundlich. Die Erdung nach unten spüren, sich getragen fühlen vom Boden, vom Platz, auf dem wir sitzen. Die Aufrichtung nach oben, vielleicht als ein Hineinwachsen in den freien Raum, in dem wir sitzen. Möglicherweise auch als wohltuend bemerken, dass wir so sitzen können in einem ruhigen, offenen Raum. Uns nicht zu sehr bemühen, ein bisschen nur, und überflüssige Anstrengung, Anspannung auch wieder entlassen, bis sich die Haltung geerdet, stabil, ein bisschen würdevoll und zugleich ganz gelöst und leicht anfühlt. Sitzen wir so, dass es uns wirklich gut tut, so zu sitzen, finden wir die für uns bestmöglichste angenehme Meditationshaltung. Es darf angenehm sein. Spüren wir den Atem, wie er diesen so sitzenden Körper nährt, belebt, ein bisschen im Inneren noch bewegt. Da geschieht etwas. Ein Ausdehnen, ein Zusammenziehen, eine geschmeidige Bewegung von Moment zu Moment. Atmen wir so, dass auch die Atmung uns spürbar gut tut, vielleicht ein bisschen verlangsamen oder vertiefen der Atmung. Bis wir unseren eigenen Atem irgendwie schmecken oder riechen können. Und auch hören, wir hören uns atmen. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie jetzt vielleicht in einer inneren Atmosphäre von Freundlichkeit unserem eigenen Erleben gegenüber angekommen sind. Etwas genießen können, hier so zu sitzen, zu atmen. Einfach nur da zu sein, in einer Atmosphäre von Geborgenheit, Stille, Freundlichkeit.
sitzen wir etwa 10 Minuten in Stille.
die Mitte der Sitzung. Lockern wir uns, wenn wir merken, dass wir bei allem entspannten Sitzen vielleicht doch etwas steif geworden sind oder vielleicht sich ein paar Schmerzen aufgebaut haben, ein paar Spannungen doch entwickelt hatten. Es lässt sich oft nicht vermeiden, wenn man still sitzt. Dann braucht es doch wieder etwas Bewegung, sodass wir tatsächlich Geschmeidigkeit in den Körper bringen. Nicht nur vom Geiste ausgehend, sondern auch eben durch Bewegung. Jetzt in der zweiten Hälfte unserer Meditationssitzung können wir vielleicht auf etwas, das in uns ist, mehr eingehen und dafür Metta, Freundlichkeit, Herzensgüte entwickeln, sei es ein körperliches Thema, Körperbeschwerden oder eine Region im Körper, die uns irgendwie beschäftigt oder nur auffällt, wenn wir sie mit Achtsamkeit betrachten. Es können auch Empfindungen sein, innere Art, Stimmungen oder eine bestimmte emotionale Gemütslage, von der wir wissen, dass sie uns ausmacht. Fragen wir uns vielleicht mal, was braucht Metta? Was braucht Zuwendung, Freundlichkeit, die mir vielleicht niemand anderes gibt, wo es darauf ankäme oder wo es eine Chance wäre, sie sich selber anzubieten. Vielleicht ist durch die erste Hälfte unserer Meditation schon etwas mehr Ruhe und auch eine Atmosphäre von Freundlichkeit entstanden. Bauen wir darauf auf, knüpfen wir daran an, sitzen wieder so da, wie wir eben schon saßen. Jetzt braucht es vielleicht einen Moment, wo wir ein bisschen klug sind und uns fragen, was wäre es denn, dass meine Metta-Praxis jetzt besonders benötigen würde? Welchem eigenen Thema, Anliegen möchte sich etwas in mir jetzt zuwenden, diese Qualität von Metta-Freundlichkeit, die ich jetzt noch mal etwas stimuliere, um sie dann genau dorthin aussenden zu können, wo sie benötigt wird. Wählen wir am besten einen Bereich aus. Metta für etwas in uns selbst heißt unsere Sitzung. Kann was Unangenehmes sein, muss nicht unbedingt, aber wenn da etwas ist, was ja, uns doch beschäftigt, belastet, das wäre ein Grund, sich zu sagen, dann braucht es eben auch Zuwendung, dann braucht es einen inneren Freund, eine Freundin.
Und jetzt gilt es erstmal, diese Metaqualität zu verstärken, vielleicht überhaupt aufzuspüren, nochmal genau zu verorten in sich selbst. Der Herzbereich in der Mitte des Oberkörpers, Herzenshöhe, bietet sich immer an. Schauen wir mal, ob das jetzt auch passt. Vielleicht mal die Hand aufs Herz legen oder mit der Achtsamkeit in diesen Herzmittebereich hineingehen und sich dann quasi sagen, hier ist die Freundlichkeit, die Güte zu Hause. Von hier kann sie wirken. Vielleicht können wir eine Art inneres Lächeln aufbieten, das aus diesem Bereich kommt. Ein Herzenslächeln. Schauen wir mal, was es braucht dafür, dass wir dieses freundliche Herz wecken, stimulieren können. Manche sagen, es fällt schwer, das für etwas Eigenes zu entfalten. Es entsteht eher in Resonanz zu anderen. Dann betrachten wir vielleicht das in uns selbst, was wir hier mit Metta versorgen möchten, als etwas, was in uns zu Gast ist. Der Schmerz, der Kummer, was es auch sein mag, unser aktuelles Thema, ist in uns zu Gast und wir versuchen, diesen Gast mit Freundlichkeit zu betrachten, zu bewirten. Sodass wir diese innere Resonanz herstellen können zu etwas im eigenen Erleben. Aber die Perspektive ist eher aus dem Metta-Herz heraus. Deswegen gilt es, diesen Ort in uns erst einmal zu finden. Dass wir aus einer Art Metta-Fenster, wie Frau Holle mit ihrem Federbett, freundlich auf unser eigenes Anliegen schauen können, um da jetzt so Metta zu verstreuen, auszustrahlen. Für etwas in uns selbst. Manche von uns Meditierenden hier sind vielleicht so an die Tonglen-Atmung gewöhnt, dass es uns in den Sinn kommt, auch hier, ohne dass es explizit Tonglen benannt werden müsste, mit
dieser Metta-Praxis annehmend und aussendend, einatmend von dem, was da schwierig sein mag, und ausatmend von Metta umzugehen. Wir müssen jetzt nicht extra eine Tonglen-Phase anfügen, sondern in der Metta-Meditation bleiben, aber während wir atmen, kann das Einatmen etwas die Bedeutung des Bemerkens, was da ist, Spürens, was da zu spüren ist, bekommen. Und die Ausatmung bekommt diese Betonung des Aussendens von Güte, Freundlichkeit. Möglicherweise tauchen auch bei einer Metta-Praxis für das eigene oder etwas in sich selbst dann doch wieder viele andere Gedanken auf. Aus den Themen, die wir in uns betrachten, werden Assoziationsketten. Das ist auch ganz natürlich, aber wenn wir uns etwas sammeln möchten und noch etwas gesammelter weiter üben möchten. Wir hätten noch ein paar Minuten Zeit.
können wir immer wieder zu unserer Metta-Praxis zurückfinden, sodass sie sich nochmal vertiefen kann. Und vielleicht hat sie sich ja auch gerade vertieft und wir bemerken, wie wirklich mehr und mehr Güte und Freundlichkeit entsteht, selbst wenn es da eigene Themen gibt, die nicht so angenehm sind. Möglicherweise erreichen wir einen Punkt in der inneren Erfahrung oder Übung, wo wir merken, Metta wird größer im Angesicht von schwierigen Dingen oder auch Unerfreulichem, das in uns liegt. Und unser Wohlgefühl hängt nicht von den Symptomen ab oder den Dingen, die uns irgendwie beschäftigen, sondern es kann irgendwie von innen kommen, wenn dieses innere Leuchten da ist. Dann können ruhig ein paar andere Dinge da sein, die nicht so leuchten. Das Metta-Herz ist kräftig geworden, ist deutlicher geworden.
Lesen wir noch gute Wünsche und eine Widmung zum Abschluss. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, Geistesruhe, wacher Präsenz und Herzenswärme dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und freundliche Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.